Als ich auf Maus und Keyboard gewechselt bin, wusste ich erstmal gar nicht, was ich alles üben sollte. Es gab ja irgendwie so viel und in meinem Kopf war einfach ein großes Fragezeichen. Und falls es bei euch jetzt auch der Fall ist, man, I got you. In dem Video zeige ich euch, was ihr in Creative üben könnt und allgemein, was wichtig in Creative ist zu üben. Deswegen lasst ein Like da, abonniert gerne und let's go. Was ich auch sehr häufig in Matches benutze, sind diese seitlichen Treppen nach oben. Und wie im Video setzt ihr zwei Böden, dann setzt ihr vor euch und links von euch zwei Wände. Und dann nur noch die Treppe vor euch. Und das könnt ihr die ganze Zeit machen. Erstens ist es eine andere Variante, um den Gegner zu pushen, um nicht nur von vorne zu kommen. Und zweitens, für den Anfang ist sehr wichtig, Movement aufzubauen. Und damit baust du dein Movement sehr gut auf. Vor allen Dingen ist das auch eine gute Vorbereitung für später, falls ihr schon mehr könnt. Wie hier zum Beispiel mache ich einen Double Edit. Ihr könnt das später mit einem Triple Edit machen, einen Side Jump machen. Je nachdem, was ihr könnt. Je nachdem, was ihr bis dahin drauf habt, könnt ihr das dann machen. Das ist wie so eine Vorlage im Fußball. Das zweite, was ich geübt habe, ist, ein bisschen zu tunneln. Heißt, links und rechts von einem eine Wand platzieren. Wenn man zum Beispiel links anfängt zu editieren, dann wechselt man sich ab. Links, rechts, immer so weiter. Das ist auch sehr gut, um das Timing zu bekommen, wann ihr was drückt zum Platzieren, zum Editen. Oder wenn ihr mal im Bedrängnis seid, die Box schnell zu verlassen oder jemanden zu boxen. Das ist eine sehr gute Übung dafür und deswegen würde ich das auf jeden Fall am Anfang auch üben. Und jetzt, eine Sache, die am meisten vernachlässigt wird, sind Treppen zu editieren. Es gibt so viele, die keinen Bock haben, zu trainieren, wie Treppen editiert werden. Es ist nicht normal. Also Rat von mir, trainiert das auf jeden Fall, weil das wird euch die ganze Zeit verfolgen. Also wirklich, sei es, ihr seid in einer Box gefangen, ihr müsst eure Treppe editieren und schnell raus oder es gibt so viele Beispiele, dann werdet ihr choken, wenn ihr sie nicht trainiert. Ich mein's ernst. Und es ist überhaupt nicht schwer, ihr müsst nur das in der Mitte zur rechten Mitte ziehen und schon habt ihr es editiert. Das gleiche gilt natürlich auch für die andere Seite. Natürlich würde ich den Single Edit der Treppe auch nicht vernachlässigen. Das müsst ihr natürlich auch üben, das hilft euch auch später weiter. Der nächste Schritt wäre dann Boden platzieren, Treppe editieren und dann so weiter. Boden, Treppe, Treppe, Edit. Boden, Treppe, Treppe, Edit, immer so weiter. Und warum diese Übung so wichtig ist, nicht mal, weil ihr damit Leute auch boxen könnt, nein. Movement ist das große Thema. Ihr müsst hier so viel mit Movement arbeiten. Was ich damit meine ist, ihr nehmt den Schwung vom Laufen mit. Also perfekt macht ihr es, wenn ihr euch so wenig wie möglich umschauen müsst, also dieses Hoch und Runter. Und das gleiche könnt ihr auch so üben, indem ihr hochgeht. Und hier natürlich das gleiche und hier ist es nochmal wichtiger, den Schwung richtig mitzunehmen. Und Next Level wird es dann erst, wenn ihr dazwischen noch eine Wand platziert, die ihr dann auch noch editieren müsst. Und hier sieht man ganz gut, was ich meine. Hier versuche ich mein Fadenkreuz so ruhig wie möglich zu halten und nehme den Schwung immer mit. Um das zu können, braucht ihr schon ein bisschen. Also fangt ganz langsam damit an, macht es ein paar Tage hintereinander so ein bisschen, nicht durchgehend und dann wird es was. So, ein weiterer Tipp ist, ihr benutzt die Radar Peace Control Map. Mit der haben schon sehr viele Pros deren Peace Control geübt. Reason zum Beispiel, Polarize genauso. Also das ist eine sehr gute Map zum Üben. Wenn ihr spawnt, wählt euch Waffen aus und geht zum Tunnel 1. Und jetzt sind langsam, ihr editiert die Wand, platziert die Cone vor euch. Nachdem ihr die erste Cone platziert habt, drückt ihr weiter auf Bauen, dass ihr die Cone danach über ihn bauen könnt. Habt ihr die Cone über ihn, ist das schon pieced? Und jetzt nur noch die Wände um ihn rum. Ich habe hinten die Wand nicht erwischt, aber Headshot, Finishen, fertig. Hier nochmal ein Schnell und das könnt ihr die ganze Zeit üben. Das bringt euch viel. Und hier ist ein Beispiel, wo ich das im Fight eingesetzt habe. Gönnt euch das. 100er? Ja. Boxt. Oh mein Gott. Das gleiche könnt ihr dann nochmal von der anderen Seite üben, das ist nur Tunnel 2. Gleiches Prinzip, alles gleich. Und falls euch das Video bis hierhin gefällt, lasst doch gerne ein Abo da und liked das Video. Damit würdet ihr mich unterstützen und weiter geht's. Natürlich könnt ihr die anderen Tunnel auch machen. Einfach, das Prinzip ist immer gleich. Meistens mit Cones arbeiten und dann die Wände um den Gegner. Und geht immer auf Headshot, ist immer besser, wenn ihr schon mal jetzt angewöhnt, auf Headshot zu gehen. Auf dieser Map gibt es noch eine Sache, die mir sehr weitergeholfen hat. Da geht ihr rein, da wo Mongral Classic steht. Was das Ganze überhaupt ist? Wand taken, Wand editieren, Treppe rein, Treppe editieren, Gegner finishen. Das ist es. Und das nun schnell. Jetzt gerade habe ich das zum Beispiel mit der Cone gemacht. Also ich nutze diese Übung einfach nur, um zu simulieren, dass ein Gegner sich boxt und wie ich ihn quasi ein bisschen outplayen kann. Das ist eine sehr gute Übung dafür. Falls ihr anfängt, das neu zu üben, würde ich euch empfehlen, nicht eine Treppe und eine Wand zu platzieren, sondern erstmal nur mit der Wand zu üben. Und als Tipp, das habe ich am Anfang nicht gemacht, deswegen sage ich es, ihr habt ja die Bautaste auf der gleichen Taste, wie ihr abbaut. Und wenn ihr quasi die Wand retaken wollt, müsst ihr gar nicht die Taste loslassen zum Bauen, sondern ihr hält ja die Taste zum Abbauen gedrückt. Und dann müsst ihr nur noch dazu eure Wandtaste drücken und dann baut ihr direkt. Also ich glaube, ich habe es verständlich erklärt. Der nächste Tipp, den ich euch geben kann, ist, anstatt solche stumpfen Aim-Training-Maps zu spielen, würde ich lieber die Matos Tunnel-Fight-Map spielen.
Also versteht mich nicht falsch, solche Maps sind an sich ja nichts Schlechtes, weil du trainierst ja trotzdem dein Aiming. Aber ich würde sagen, mit so richtigen Szenarien haben sie nicht viel zu tun. Ich meine, die Bots stehen da einfach nur. Klar, du kannst so schnell versuchen wie möglich auf Headshot zu gehen, aber ein normaler Spieler läuft ja rum und steht nicht einfach nur rum. Warum ich diese Map hier besser finde, ist einfach, hier trainierst du alles. Hier trainierst du Bauen, hier trainierst du, dass du auch abgestaubt wirst von anderen. Du trainierst hier alles. Du musst dich auf so viele Sachen konzentrieren. Dieses Fighten, hier dieses Aiming, trainierst du so geisteskrank. Ich habe hier so schnell mein Aiming verbessert. Und das ist das, was ich meine. Und das Beste an dieser Map ist, du hast keine Wartezeiten, wenn du stirbst. Jetzt zum Beispiel hier, ich sterbe und ich spawne in einigen Sekunden wieder und es geht sofort wieder los. Und die ganzen Builds werden auch ein paar Minuten resettet. Ich glaube, 3 Minuten sind es. Dann geht alles kaputt, ist ein bisschen nervig. Aber trotzdem, gerade für den Anfang ist diese Map viel besser als normale 1 gegen 1 Maps öffentlich. Ob Speed Realistic oder normal 1 gegen 1. Diese Map ist viel besser, weil du spawnst sofort neu. Du hast da viele Gegner. Du hast da ab und zu Leute, die auf deinem Level sind. Ab und zu Leute, die wirklich richtig krass sind. Und spiel diese Map mal 2 Tage hintereinander, so für eine halbe Stunde. Und du wirst merken, dein Aim plus dein Bauen ist viel, viel besser geworden. Das ist die Routine, die ich euch empfehlen würde, die ihr am Anfang auf jeden Fall machen solltet. Ich denke, mit einigen Tipps konnte ich euch weiterhelfen. Abonniert gerne, um keine Videos mehr zu verpassen. Lasst ein Like da, kommentiert Gang, wenn ihr das Video bis hierhin geschaut habt. Kuss geht raus.